Und jetzt sind wir wieder hier bei Brave New World in der schönen neuen Welt. Und ich hoffe, ihr habt das gemacht, worum ich euch am Ende der letzten Folge gebeten habt. Ihr habt ein paar Momente der Einkehr und der Sammlung genossen, habt meditiert, denn wir brauchen all die spirituelle Energie, die ihr uns geben könnt, um die richtige Wahl zu treffen. Piro, hallo Piro Parker. Hallo Writing Bull. Kannst du für uns alle jetzt als unser spiritueller Wegweiser, als unser Prophet uns sagen, wie wir diese 6 Glaubenspunkte, die wir angesammelt haben und die Möglichkeit an Pantheon zu gründen, einen Glaubenssatz anzunehmen, wie wir das so nutzen könnten, dass es zu unser aller Wohl ist? Ja, das kann ich natürlich gerne tun, aber ich denke, du solltest erst einmal wieder zurückkommen ins Diesseits und dann schauen wir uns einfach einmal an, dass wir hier mal ein Pantheon gründen, wenn wir dieses Symbol einmal anklicken. Genau, dann kriegen wir jetzt eine Liste all möglicher Glaubenssätze, die wir auswählen können, um unsere ersten, ja, wie du gesagt hast, so eine Art Vorstufe zu unserer Religion hier zu gründen. Und ich glaube, ich hatte es in einer der vorigen Folgen schon mal gesagt, wir starten ja hier gerade in einer Wüste und es gibt ein Pantheon, welches sich für einen Wüstenstaat nur so anbietet. Das ist nämlich der, jetzt ist mir der Name wieder entfallen, das heißt, irgendwo muss es hier doch stehen. Irgendwo muss Desert stehen. Wir spielen Desert, in... Wie heißt das denn noch? Wir spielen... Wüstenfolklore, Desert Folklore, genau. Wo steht das? Weiter nee, oben, weiter unten? Das muss hier irgendwo sein. Ja. Um mal diese peinliche Pause gut zu überbrücken und Piro die Gelegenheit zu geben, nachdenken zu können, ohne reden zu müssen. Wir suchen deshalb nach einem englischen Begriff, weil wir hier ein, gelobet und gepriesen sei mal ganz kurz, bevor wir hier die Religion gründen, auch eine weltliche Instanz, nämlich 2K Games, der Publisher des Spiels. Wir spielen deshalb Englisch, eine englische Version, weil uns diese Firma netterweise, dankenswerterweise ermöglicht hat, eine Preview, die offizielle Review-Version sogar, von Brave New World zu bekommen. Und mit der können wir jetzt bereits diese Videoreihe aufnehmen, bevor Brave New World überhaupt freigeschaltet worden ist im deutschen Sprachraum und gekauft werden kann. Vielen lieben Dank. Ich behaupte mal, auch im Namen der Zuschauer, vielen lieben Dank an 2K. Und nachdem ich jetzt 40 bis 50 Sekunden lang, Piro, dir eine wirklich lange Denkpause verschafft habe, erwarte ich jetzt, dass du jetzt weißt, wo ich drauf zu klicken habe. Genau, also Wüstenfolklore ist der deutsche Begriff, Desertfolklore, da bist du schon mit der Maus drauf. Finde ich hier sehr sinnvoll, weil wir, wie wir hier sehen, einen Glaubenspunkt von jedem Wüstenfeld bekommen. Und das ist angesichts der Tatsache, dass unsere Hauptstadt quasi in der Wüste steht, natürlich, wie ich zumindest finde, ein sehr, sehr cleverer Schritt, wenn wir hier schnell und zügig zu einer starken Religion vorankommen wollen. Also, wir nehmen die Wüstenfolklore an, ein etwas seltsam formulierter Glaubenssatz. Ich vermute und hoffe, die deutsche Übersetzung wird treffender sein. Wir könnten ja einfach behaupten, was weiß ich, wir leben aus der Wüste, wir verehren die Wüste, was auch immer. Schauen wir mal rein nach Assur in unserer Hauptstadt und einzige Stadt, was das jetzt konkret bedeutet. Und ihr seht, dass hier auf diesem und jenem Geländefeld, die wir im Augenblick bewirtschaften mit den Bürgern von Assur, dass da jeweils so ein kleiner Punkt noch dazugekommen ist mit einer Taube, die einen Zweig im Mäulchen, im Schnabel trägt. Und das heißt, diese Tauben, die erwirtschaften uns einen Glaubenspunkt pro Runde ab jetzt. Sodass wir ab jetzt nicht mehr wie bislang lediglich über 2, sondern sogar über 4 Religionspunkte verfügen können. Aber, Piro, ein bisschen dauert es noch, bis wir unsere erste richtige Religion gründen können. Genau, aber es soll natürlich nicht dabei bleiben bei dieser einen Stadt, sondern wir werden ja sicherlich auch demnächst eine weitere Stadt gründen, in der Nähe der Wüste sinnvollerweise, um dann hier dann auch wieder die Glaubenspunkte dafür abzugreifen. Und dann wird sich unser Glaubensausstoß dann auch drastisch erhöhen. 134 Glaubenspunkte brauchen wir, um eine richtige Weltreligion zu gründen. Da wollen wir mal am besten schnell weiterspielen, damit das auch möglichst schnell passiert, und kommen zum Technologiebaum. Wir haben die Pferdezucht ja erforscht gehabt zum Ausgang der letzten Folge und haben jetzt wieder die Qual der Wahl zwischen dem Minen
Bau und dem Kalender und dem Segeln, dem Besegeln können des Meeres und dem Fallenstellen und dem Rad. Und schauen mal kurz nach. Wir bauen einen Bautrupp, der ist in 8 Runden fertig und Piro, ich denke, du entscheidest, aber ich gebe dir mal als kleinen Tipp dafür den Hinweis, dass wir mit diesem Bautrupp, den wir in 8 Runden haben, hier eine Plantage anlegen könnten auf dem Zuckerfeld, falls wir schon über die dafür notwendige Technologie verfügen. Genau, und diese dafür notwendige Technologie ist der Kalender. Und du möchtest das schon ganz, ganz lange, dass wir endlich den Kalender erforschen. Und ich finde, jetzt ist es an der Zeit. Hochlebe Piru, der Kalender wird erforscht. Der Späher zieht weiter Richtung Süden in den Dschungel. Sollen wir die Küstenlinie weiterziehen oder uns jetzt ins Landesinnere schlagen? Was meinst du? Ich bin tatsächlich dafür, dass wir jetzt in den Westen ziehen, hier den Sumpf entlang. Dann ziehen wir in den Sumpf hinein, in das Marschland. Eine Runde weiter. Sollen wir den Fluss überqueren? Sollen wir uns in die von Insekten durchtränkten, gefährlichen Sümpfe? Ich habe gerade, hast du es gesehen? Wir haben hier im Süden schon wieder einen Stadtstaaten. Tatsächlich. Der ist mir ein bisschen entgangen, weil die Grenzfarben ähnlich sind wie die Umgebung. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen auf 1 und dann auf 4. Piro, wenn ich dich nicht hätte, ich wäre glatt verloren bei C5. Piro hat Panama City entdeckt. Nicht der Scout, sondern mein Piro Mitspieler. War's. Sehr schön. Piro bekommt 30 Gold. Bist du vielleicht bereit, uns das in die Staatskasse weiterzuleiten? Also das hätte ich dann doch tatsächlich gerne für mich. Also dann, ich erwarte deine baldige Überweisung der 30 Goldmünzen. Das ist einer dieser kleinen Momente in einem Let's Play, wo einem kurz der Atem stockt, weil man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass der Mitspieler sich gerade so blamiert und eine Seite von sich zeigt, die man normalerweise versteckt. Ja, Piro. 30 Gold bekommst du von mir. Eventuell sogar noch mit Zinsen und Zinseszinsen. Ich freue mich drauf. Ich bin sogar bereit, meine Kinder in die Sklaverei zu schicken, falls mein Gold in der Staatskasse nicht reicht. Wir haben Panama getroffen, haben noch einen Zug, den wir hier setzen können mit dem Scout. Sollen wir es machen? In den Dschungel, den Panama-Bürgern auf die Pelle rücken? Auf 4, auf den Hügel im Westen. Wäre mein Vorschlag. Schon wieder hast du scharfe Augen. Brillant, brillant. So, was macht eigentlich unser Speerträger? Den hatten wir in dieser Folge uns noch gar nicht angeschaut. Gut, dass wir mal rübergeschaut haben. Hier ist der Speerträger fast ausgeheilt, aber noch nicht ganz. 94 von 100 Trefferpunkten hat er mittlerweile wieder und steht hier direkt vor diesem Barbarenlager mit einer Bestie und einer zweiten Bestie, die ja mittlerweile entstanden ist. Und damit haben wir wieder, Piro, die Möglichkeit, ein wenig Ehre zu sammeln und Kultur, nicht? Genau, also wenn wir jetzt wieder in die Schlacht ziehen, dann werden wir wieder für den Sieg dann die Kulturpunkte dann erhalten. Allerdings wäre ich tatsächlich dafür, noch eine Runde zu warten, denn nächste Runde ist unser Speerkämpfer voll ausgeheilt. Oder möchtest du jetzt schon in die Schlacht ziehen? Also, ob der jetzt 6 Lebenspunkte mehr oder weniger hat, finde ich persönlich eigentlich nicht so unglaublich wichtig. Ja, dann gib's ihn. Welchen den beiden denn? Ja, du kommst nur an den einen ran, an den anderen kannst du in dieser Runde noch nicht ran. Wüstes Kampfgeschrei ertönt in der Brave New World. Wir haben ein paar Trefferpunkte verloren, der Feind aber auch. Eine Runde weiter, mal schauen, ob wir angegriffen werden. Interessant, ein raffiniertes taktisches Manöver. Da heißen diese Barbaren doch Bestien, aber verfügen doch anscheinend über taktischen Verstand. Der hat sich hier in unsere Nähe begeben, sodass die einen, wie heißt das, Flankenbonus bekommen? Ja, ne? Ja. Wenn die uns angreifen würden. Flankierungsbonus. Mhm. Flankierungsbonus. Gar nicht so doof, diese KI. Und dazu jetzt auch noch ein Verteidigungsbonus, falls wir ihn jetzt selber angreifen würden. Ja, dann sollten wir vielleicht Fersengeld geben und... Nee, den kriegen wir schon. Die kriegen wir schon platt. Also, wie sieht die Prognose aus genau? Für den im Westen ist die Prognose sogar besser, weil der sich nicht verschanzt hat. Stimmt.
Und deswegen würde ich sagen, dem dürfen wir noch mal ein paar auf die Mütze hauen. Jetzt haben wir gleichmäßig beide Feinde etwas geschwächt. Habe ich das richtig im Kopf, dass im Gegensatz zu den regulären Einheiten der normalen Zivilisationen die Barbareneinheiten nicht ausheilen? Ja, das ist richtig, genau. Ansonsten wäre dieser Zug auch nicht sehr clever gewesen, denn es ist ja, du hast völlig recht, wenn man gegen normale Zivilisationen kämpft, die heilen ja, und dann macht es natürlich Sinn, die Angriffe auf einen Gegner zu konzentrieren, um eben zu verhindern, dass er sich wieder ausheilt sozusagen. Aber bei den Barbaren ist das nicht so tragisch, weil die sich eben nicht heilen können. Jetzt habe ich unhöflicherweise gewagt, während du redest, schon einen Zug zu machen, entschuldige bitte vielmals, und habe den Scout hier einen Dschungelhügel weitergeschickt und er hat hier ein Barbarenlager entdeckt. Dem gehen wir aber, denke ich, lieber aus dem Weg, weil unser Späher, unser Scout, der ist ja nicht sonderlich kampfstark. Das stimmt. Ich schlage vor, wir schicken ihn zu den Schweinen, ein wenig Trüffelsuchen hier, hier in den Dschungel. Ist dir das recht? Ja, super. Das hat sich gelohnt. Schön. Eine weitere. Danke sehr. Eine weitere Ruine, die wir im nächsten Zug schon freilegen können, und eine weitere Kulturpolitik, die wir freischalten können. Das geht ja ratzfatz. Wir haben die Möglichkeit, entweder noch ein wenig Ehre zu sammeln, die Ehre zu vertiefen oder den Traditionszweig zu vertiefen. Was wünschst du dir? Also bei der Ehre ist für mich immer am spannendsten, ehrlich gesagt, zunächst einmal immer dieser Opener, also das Eröffnen der Ehre. Das haben wir jetzt ja hinter uns. Die weiteren Dinge finde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht so interessant, weil nicht damit zu rechnen ist, dass wir in Kürze einen Krieg führen werden. Deswegen würde ich mich gerne weiter auf die Traditionen konzentrieren an dieser Stelle. Und der Legalismus ist einerseits eine sehr schöne Sozialpolitik, weil sie den ersten vier Gebäuden, die man baut, ein kostenloses Kulturgebäude zur Verfügung stellt. In Assyrien haben wir jetzt schon ein Kulturgebäude, nämlich das Monument. Das heißt, sobald wir die Bedingungen für das nächste Kulturgebäude erfüllen, kriegen wir, das ist das Amphitheater, dieses kostenlos. Und in den nächsten drei Städten, die wir bauen, kriegen wir das Monument kostenlos. Heißt aber auch konkret, zum jetzigen Zeitpunkt hätte diese Sozialpolitik konkret gar keinen Effekt. Aber sie würde den Weg freischalten zu den unteren beiden in diesem Baum, die, wie ich finde, sehr mächtig sind, weil sie nämlich direkten Einfluss auf die Zufriedenheit und auf die auf den Nahrungsertrag haben. Dann machen wir das. Dann klicken wir auf Legalismus. Und ihr seht, elf Runden dauert es, bis wir die nächste Sozialpolitik freischalten können. Eine Runde klicken wir jetzt schon mal weiter auf dem Weg dorthin. Das Programm rechnet und rechnet. Und wir sind wieder bei unserem Speerträger, unserem Helden. Der sollte von uns bei Gelegenheit mal einen Orden bekommen, der direkt neben diesem Elefanten steht und zwischen zwei Kriegern. Also, sollen wir hier angreifen oder sollen wir da angreifen? Was sagt der Civ-5-Veteran Piero Parker? Ich bin wieder für den Barbaren oben links, also im Nordwesten. Er hat wieder weniger Verteidigungsbonus und das bedeutet, dass wir hier mehr Schaden anrichten. Dann schlage ich vor, Attacke. Und das ist jetzt natürlich eine brenzlige Situation hier im Süden. Der Späher wird bedrängt von einem Barbaren, könnte aber auch hier hinziehen. Nein, kann er nicht, weil diese feindlichen Einheiten, die haben eine Art Sperrkorridor drumherum. Das heißt, wenn man direkt in der Nähe eines Feindes zieht, dann bremst einen das aus. Habe ich jetzt etwas verkürzt dargestellt, aber ich glaube nicht grundfalsch, Piro, oder? Nee, das war genau richtig, so ist es. Das heißt, wir können hier hinziehen. Die Krux ist halt, diese Bestie, die kann halt zwei Bewegungspunkte ziehen, zwei Felder ziehen. Und ich fände es persönlich nicht so sinnvoll, wenn wir uns mit diesem Späher in einen Kampf verwickeln lassen würden, mit dieser Bestie, weil deren Job ist es nicht, Feinde zu erlegen, sondern für uns dieses Gelände möglichst schnell aufzudecken. Deshalb ist die Frage, sollen wir den vielleicht sogar wegziehen aus der Reichweite dieser Bestien? Also ich glaube, wenn wir jetzt in den Wald ziehen, dann
Wird uns zwar wahrscheinlich der Barbar angreifen, da hast du wohl recht. Er wird uns aber auf gar keinen Fall töten. Aber wir könnten dann in der nächsten Runde die Ruine aufdecken und dann würde er uns nochmal angreifen. Schwierig. Ich überlasse diese schwere Entscheidung dir. So, dann ziehe ich erstmal eins vor, da sind wir uns ja einig. Und gucke dann, mach dann mal das hier. Beides scheint mir recht plausibel zu sein, ich ziehe mal hier hin. Jetzt schauen wir mal, wie es unserem Scout ergeht. Ich wette, im Augenblick sind diese Scouts auf ihre beiden assyrischen Herrscher, nämlich diesen Piero Parker und diesen Writing Bull, nicht so gut zu sprechen. Denn diese beiden Chefberater ihres assyrischen Königs, der hier im Palast in Assur haust, die hetzen diese Scouts gerade ohne Not in einen Angriff herein. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die nächsten Angehörigen dieses Scouts oder dieser Scouts die Frauen und Kinder Angst haben im Moment, zu Witwen und Waisen zu werden. Vielleicht schon in der nächsten Runde? Ach. Nein, wir haben Glück gehabt. Entweder haben wir Glück oder wir sind auf Bestien getroffen, die einfach ein bisschen strohdoof sind. Oh, das ist natürlich für unsere Situation ausnahmsweise mal, finde ich, ganz gut. Wir haben fortschrittliche Waffen gefunden in der Ruine. Normalerweise mögen wir diesen Bonus ja nicht so sehr, aber... Ah, es ist aber kein Speerträger, es ist ein Bogenschütze, schau mal. Genau, Speer werden durch diesen Bonus in einer Ruine zum Bogenschützen aufgewertet. Und das finde ich persönlich sogar sehr stark. Denn wir haben jetzt einen Bogenschützen, der halt aus der Distanz angreifen kann, aber trotzdem noch die Fähigkeiten eines Speers genießt, nämlich eben ungebremst durch hügeliges und generell durch raues Terrain zu laufen. Das ist gerade am Anfang eine sehr tolle Sache. Also, wir freuen uns darüber, kehren aber jetzt erst einmal zurück zum Speerträger, der jetzt umzingelt ist. Plötzlich sind gleich drei Gegner da und jetzt wird es schon ein bisschen brenzlig. Das hier im Norden, im Nordosten, das ist der Feind, den wir die ganze Zeit angegriffen hatten, von dem ist nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Dessen Lebensbalke ist fast ganz runter. Hier ist eine neue Einheit entstanden, wieder eine Bestie. Darunter ist eine angeschlagene Bestie im Camp. Eine knifflige Situation, Piero. Was tun? Ja, magst du mir gerade nochmal die Vorschau zeigen, wenn wir den... Genau. Also die Chancen, dass wir den umlegen, sind relativ groß. Danach wird uns die Bestie, die jetzt dort links neben dem Elefanten steht, aber wahrscheinlich angreifen. Nur danach... Dabei werden wir aber, glaube ich, noch nicht sterben. Und dann können wir uns flüchten in den Norden und uns dort ausheilen. Das wäre mein Vorschlag. Bin ich sofort mit einverstanden. Also, werter Speerträger, vollende dein Werk und töte deinen ersten Feind. Es war, glaube ich, schon der zweite Feind, den er besiegt hat, ne? Nicht der erste. Ich habe, glaube ich, gerade die Geschichtsbücher falsch umgeschrieben. Das stimmt. Das war der schon der zweite, ja. Jetzt sehe ich aber gerade, irgendwie hat er doch ziemlich viel Schaden genommen. Ich hoffe ja wirklich, dass er einen potenziellen Angriff von dem Barbaren, der jetzt in der nächsten Runde folgen könnte, dass er den überlebt. Das hoffe ich auch. Wir lassen uns überraschen. Ich klicke mal eine Runde weiter und... Ja, wir werden nicht angegriffen. Haben wir Glück gehabt. Kümmern wir uns erst, schlage ich vor, mal weiter um diesen Speerträger. Der steht jetzt hier, hat eine Beförderungsmöglichkeit, wunderbar. Der hat von uns bereits die Beförderung bekommen gehabt, Drill, und hat damit Kampfstärke auf Raumgelände, also zum Beispiel auf Wald und Hügel. Das ist jetzt die Frage, Piero, machen wir ihn beispielsweise zu einem Experten auf diesem Gebiet, zu einem richtig guten Experten und geben ihm Drill 2, dann hätte er gleich 30 gleich einen Bonus von 30 Prozent Kampfstärke in diesem Terrain, oder beispielsweise wollen wir ihn zu einem Allrounder machen und ihm Schock 1 geben, damit er auch in offenem Terrain so gut kämpfen kann, 15% Bonus, oder sollten wir ihm beispielsweise das hier geben, Cover 1, Deckung, einen recht hohen Verteidigungsbonus gegen Fernkampfeinheiten, die noch nicht da sind, aber vielleicht demnächst wäre das ein Bonus, der uns ganz gut nützen könnte. Wie siehst du das?
Also ich persönlich mache es ganz gerne so, dass ich meine Einheiten tatsächlich spezialisiere. Das hat den Vorteil, dass sie in der bei der nächsten oder bei der also bei der nächsten und auch dann bei der übernächsten Beförderungswahl dann tatsächlich mitunter dann Elite-Beförderung dann angeboten bekommen können. Und außerdem halte ich es tatsächlich für sinnvoll, wirklich einen Spezialisten auf einem Gebiet zu haben. Dieses Allrounder, da bin ich kein Freund von. Ja, ich muss gestehen, wenn ich persönlich spiele, dann mache ich eher diese Allrounder-Strategie, die aber, das habe ich schon mitbekommen, unter erfahrenen C5-Spielern als mit einem Naserümpfen, quittiert wird. Das gilt als ein bisschen Newbie-mäßig. Ich mache das aber deshalb, weil ich einfach ein schlechtes Gedächtnis habe. Ich werfe immer durcheinander, welche Einheit wie befördert worden ist und habe einfach keinen Bock, immer nachzugucken vor jedem Kampf, welche Einheit mit welchem Bonus ausstaffiert ist, und dann weiß ich, in etwa sind die alle gleich stark und das war's dann. Aber wenn ich schon jemand dabei habe hier, der sich das zutraut, immer den Überblick zu bewahren, dann können wir das natürlich gerne auch nutzen. Na dann mal los. Dann mal los. Drill 1, Drill 2, Drill 2. Und die Verantwortung für diese Beförderung trägt ein gewisser Piero Parker. Was nun? Herr Speerträger General. Ja, also wie gerade schon angekündigt, wir sollten uns meiner Meinung nach in den Norden flüchten, um uns dort auszuheilen, da schon durchaus eine Gefahr besteht, dass wir hier ja vielleicht auch in den Osten auch eine Möglichkeit, das stimmt, dass sonst hier wirklich die Gefahr besteht, dass uns der Barbar nächste Runde eventuell sogar umlegt. Das wollen wir natürlich verhindern. Das gefällt mir gerade am besten, was du da zeigst tatsächlich. Da sollten wir uns hinstellen und uns auskurieren. Schon passiert. Und jetzt haben wir hier unseren frisch gebackenen Bogenschützen. Glaubst du, das machen die aus Dummheit oder aus Tapferkeit, dass sie dem Gegner den Rücken zeigen, das Hinterteil? Wollen die den verspotten? Ja, das Oder? glaube ich. Das ist genau. Das ist einfach Spott, so nach dem Motto: Ihr könnt uns doch sowieso nichts. Genau. Ja, war rein theoretisch. Ich zeig mal mit der rechten Maustaste darauf, mit dem Mauszeiger. Wenn wir die jetzt angreifen würden per Fernkampf, dann würden die über den Daumen 30%, ein Drittel, ihrer Lebenspunkte verlieren. Sollen wir das machen? Andererseits sind die natürlich im Nahkampf. Die haben eine Kampfstärke von 5 im Nahkampf und diese Bestie von, ich glaube, 7, kann das sein? Dann, oder von 6, auf jeden Fall wären die dem 18 sogar. unterlegen. 8 sogar, stimmt, 8 sind es sogar. Was tun? Fersengeld geben, angreifen, was schlägst du vor? Wir kriegen gegen Barbaren ja einen Kampfbonus. Das ist ja in dem Spiel zum Glück so. Diese Barbareneinheiten sind also nicht ganz so stark, wie es sonst die übrigen Spieler sind, also KI-Spieler sind. Ich bin für Fersengeld. Dadurch schwächen wir diese Bestie. Das heißt, wenn sie uns angreift, wird sie ohnehin schon weniger Schaden verursachen. Und ich glaube nicht, dass wir diesen Bogenschützen an dieser Stelle verlieren werden dadurch. Pardon, du bist nicht für, sondern gegen Fersengeld. Nein, ich bin für Fersengeld. Achso, Moment mal, Fersengeld heißt abhauen, ne? Fersengeld heißt abhauen, genau. Natürlich. Also ich bin für drauf, also umlegen. Also du bist für Uff und drauf für diese So. Strategie. Machen wir jetzt mal. Siebenundzwanzig Trefferpunkte verloren. Etwas weniger, als wir gehofft hatten. Trotzdem gar nicht mal so schlecht. Eine Runde weiter und mal schauen, was passiert. So teach us to number our days, so that we may apply our hearts unto wisdom. Sehr schön. Wir haben jetzt einen Kalender, auf den wir schauen können. Einen Kalender, der uns übrigens auch anzeigt, dass wir jetzt schon sehr, sehr viel Zeit verloren haben. So viel Zeit, dass es eigentlich Sinn macht, einen Folgenwechsel zu machen. Eine kleine Pause. Wir reichen Erfrischungen. Bedient euch ruhig. Kommt nach vorne, greift zu. Nehmt euch etwas zu trinken und zu essen. Bald geht es weiter. Stärkt euch. Wir werden uns auch stärken. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.